at 8. Also wie man ja im Pitch gesehen hat, Lola wurde ja bestens empfangen und aufgehoben und der ging es wirklich sehr gut. Ich würde sagen, der ging sogar am besten von allen. Ich finde, es war lehrreich, wir haben gutes Feedback bekommen. Die Idee wurde ja als positiv bewertet. Wir wissen selber, dass es natürlich noch einiges zu tun gibt, bis wir dann auch online gehen können. Aber in Summe bin ich an und für sich mit dem Auftritt zufrieden. Dass wir kein Investment haben, ist natürlich sehr schade. Aber so ist es, kann man nichts machen. Ich finde, wir gehen mit einem guten Zuspruch heim und sind super happy. Seit 10 Jahren verhilft 2 Minuten 2 Millionen Österreichs innovativsten Jungunternehmern zum Erfolg. Wir werfen anlässlich der Jubiläumsstaffel einen Blick hinter die Kulissen der beeindruckendsten Startups der letzten Jahre. Hallo, ich bin Armin, der Gründer von ScubaChat und ich zeige jetzt ein bisschen was von unserer Firma. Aus einer Idee im Jahr 2013 wurde ScubaChat dank Erfindergeist, Durchhaltevermögen und der Power der erfolgreichsten Startup-Show im deutschsprachigen Raum ein internationaler Erfolg. Das ScubaChat besteht aus einem Jetantrieb und Smart Batteries, die sind vorne in der Tube verbaut, die ausgetauscht werden können. Und man hat die Möglichkeit, verschiedene Controller zu verwenden für Over- und Underwater-Anwendungen. Eine Innovation, die vom Wörthersee aus die Welt der Wassersportler und Wasserratten grundlegend veränderte. 4 Jahre tüftelte der Perfektionist aus Kärnten an seiner Erfindung. Und so wie er da liegt, hat er es bis nach Hollywood geschafft, aber das erzähle ich euch später. Ich bin eigentlich, seitdem ich Kind war, in der Garage gemeinsam mit meinem Vater. Also mein Vater kommt eigentlich von der Ecke Entwicklung, Konstruktion. Und er hat mich da sehr früh in die Themen eingeführt. Und es war ein Glück auch für mich, dass ich da wirklich sehr viel lernen konnte. Er hat das eigentlich von mir geerbt, weil ich habe 30 Jahre in der Konstruktion gearbeitet und der war natürlich immer mit dabei. Das hat ihn fasziniert, wie man sowas machen kann. Und wir haben auch schon andere Sachen zusammen gemacht, aber das ist jetzt eigentlich unser Kind. Das war eigentlich immer mehr ein Hobby und beim ScubaChat habe ich einfach gemerkt, dass das wirklich ein Business Case sein könnte. Und ja, es hat nicht lange gedauert, habe ich dann den Entschluss getroffen, meine Firma, was eine Softwareentwicklungsfirma war, hinter mir zu lassen und ein komplett neues Projekt zu starten. Mut kann man nicht kaufen. 2017 trat Armin mit ein paar Prototypen im Gepäck bei 2 Minuten 2 Millionen an, unterstützt von Partnerin Patricia und seinem Vater. Das Ziel, einen Investor an Bord seines Startups zu holen. Das, was er angeht, das macht er bis zu einer bitteren Neige. Also da gehen Nächte drauf und Stunden drauf, der will das ganz genau wissen. Und zu so einem Ergebnis muss man mal kommen. Sehr viele fangen mit sowas an und hören irgendwo dann auf. Und da muss man eben sich durchbeißen und das macht mich schon stolz auf meine Sohn. Hallo, liebe Investoren. Ja, ich möchte Ihnen heute den kleinsten und flexibelsten Jetantrieb für Wassersportgeräte vorstellen. Der ScubaChat passt in jeden Rucksack und kann flexibel mit Stand-Up-Paddles, Kanus zum Tauchen, mit Schlauchbooten eingesetzt werden. Das Ganze wird ermöglicht durch das flexible Adaptersystem. Man kann hier einfach verschiedene Adapter einstecken und das ScubaChat ist in wenigen Minuten einsatzbereit für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Das funktioniert ganz einfach, wenn man das Stand-Up-Paddle hernimmt. Es ist da standardmäßig eine Finne drauf mit einer Finbox. Man kann diese Finne herausziehen und steckt stattdessen einfach den Jetantrieb ein. Genial. Geil. Es ist ein Wahnsinn, wie viel Zeit vergangen ist und wie schnell vor allem die Zeit vergangen ist. Und es gibt 3 Dinge, die mir da sofort auffallen. Das eine ist das Produkt, ja, dass das halt doch noch ganz anders ausgeschaut hat, wie jetzt das Finale oder jetzt schon die 2. Version. Dass ich sehr viel mehr Haar am Kopf gehabt habe noch. Ja. Und das dritte ist natürlich der Hänger. Entschuldige. Nein, das macht ja nichts. It's oh so quiet. Also, ja, es ist passiert und über sowas ärgert man sich natürlich, aber es ist so, wie es ist. Ja.
Entspann die Atem durch. Das sind aber die guten Ratschläge, wenn er eh schon erwischt. Ja. Ja, nein, aber das. Nicht nur Patricia litt mit Armin mit. Wir waren sehr nervös. Der Gary und ich bestimmt nervöser als der Armin. Und ja, es war einfach auf jeden Fall aufregend, weil ein paar Tage zuvor habe ich erfahren, dass ich schwanger bin mit unserem zweiten Kind. Und dann war dieser große Auftritt, also da habe ich mich wirklich festhalten müssen, meinem Schwiegervater, vor lauter Aufregung. Gary. Nicht nur rückblickend betrachtet, war Armin Sänger nicht von Bedeutung. Die Investoren ahnten seine Steherqualitäten. Lieber Armin, ich glaube, das kann einen Markt finden und kann ein großer Erfolg werden. Auch Michael Altrechter zeigte sich beeindruckt. Das Produkt ist cool, hat mich voll erwischt. Da gibt es nichts zu sagen. Das ist einfach geil. Wie es Armin trotz unerwarteter Probleme gelang, selbst Hollywood vom Scuba-Chat zu begeistern. Armin präsentierte in Staffel 4 seine Erfindung Scuba-Chat. Mit ein paar Prototypen des genialen Düsenantriebs für Wassersportler im Gepäck hoffte er auf ein Investment. Das Produkt ist cool, hat mich voll erwischt. Da gibt es nichts zu sagen. Das ist einfach geil. Also bei Scuba-Chat habe ich in meiner geistigen Liste viele Dinge abgehakt. Der Markt ist groß, das Produkt ist cool, ist neu, ein neuer Antrieb. Der Founder scheint mir patent genug zu sein. Die übliche Frage ist, wie viel Effort, wie viel Anstrengung ist noch notwendig, um das Produkt marktreif zu machen? Und da muss man schon ein bisschen genauer hinsehen und überlegen, ob man sich diesen Weg antut. Freut mich sehr. Cool. Michael Altrechter und Hans-Peter Haselsteiner wagten den Sprung ins kalte Wasser. Alles Gute. Danke. Super. Super. Bravo. Super. Super. Mir fehlen die Worte zurzeit. Ja, also. Der damals in der Show präsentierte Prototyp des Scuba-Chats wurde unter Hochdruck zur Serienreife weiterentwickelt. Es galt, ihr baldigst die über 500 Fuhrbestellungen abwickeln zu können. Vor einem Jahr bin ich noch gemeinsam mit meiner Vater in der Garage gesessen und wir haben fest am Scuba-Chat getüftelt und entwickelt, um ihn in Richtung Serienproduktion zu bringen. Und heute stehen wir in einem 400 Quadratmeter Büro mit 10 Mitarbeitern und das ist ein irrsinniger Erfolg für mich. Wir haben im letzten Jahr sehr erfolgreich unser Händlernetzwerk aufgebaut. Das heißt, wir haben mittlerweile ein Netzwerk, das sich von den USA über Australien und Neuseeland bis nach Hongkong und die Malediven erstreckt. Und unser Ziel ist es natürlich, Scuba-Chat als feste Marke im Wassersportbereich zu etablieren. Mit Scuba-Chat bin ich voll zufrieden. Das Produkt taugt mir selber. Und man sieht auch an dem ganzen Unternehmensentwicklung, dass es einfach in die richtige Richtung geht. Das gemeinsame Ziel, vom Wörthersee aus die ganze Welt erobern. Doch volles Rohr loslegen, das klappte damals noch nicht. Ich habe es mir definitiv leichter vorgestellt, weil ich damals schon geglaubt habe, dass wir ein serienreifes Produkt haben. Wir hatten zu Beginn Produktionsprobleme, Teile werden aus China bestellt. Das hat leider länger gedauert, als wir geplant hatten. Wir haben diverse Fehllieferungen bekommen, wir haben Werkzeuge neu machen müssen, wir haben Lieferanten wechseln müssen, weil sie die Qualität nicht erhalten konnten. Und dadurch war es natürlich auch nicht möglich, dass man in hohe Stückzahlen ausliefert, was definitiv der Plan gewesen ist. Frostige Zeiten. Als im Dezember 2017 überraschend Vater Gerd starb, wären andere wohl am liebsten abgetaucht. Doch das war für den Perfektionisten Armin keine Option. Wenn man ein Startup gründet und so ein Projekt startet, dann ist es eigentlich, denke ich, immer so, dass es schlaflose Nächte gibt und dass man sich halt den Kopf über diverse Dinge zerbricht, die einfach gelöst werden müssen. Und da spült man halt auch immer irgendwo gegen die Zeit. Betrifft natürlich auch irgendwo die ganze Familie, das Privatleben.
in der Anfangsphase. Natürlich hat das Familienleben gelitten, weil er wirklich viel gearbeitet hat. Zum Glück hat meine Frau da, war da sehr verständnisvoll, was sie auch selber eben gesehen hat und vor allem auch mitgewirkt hat bei dem Projekt, dass das halt jetzt einfach notwendig ist. Und dass ich halt auch meine private Zeit mehr oder weniger mit meinen Kindern und so weiter opfer, um das Ganze voranzubringen, weil es natürlich auch unsere Existenzgrundlage ist. Armin wusste, er musste so rasch wie möglich das Ruder herumreißen, wollte er nicht samt seinem Lebenswerk untergehen. Ja, ich bin am Anfang recht oft nach China geflogen und ich kann mich da noch ganz genau erinnern. Ich bin einmal im Flieger gesessen und haben einfach gedacht, das kann so nicht funktionieren. Ne? Also wir brauchen eine Lösung, dass wir schnellstmöglich das Produkt skalieren können. Ne? Auf der einen Seite haben wir die Aufträge, Vertrieb läuft super und auf der anderen Seite kann man mit dem Produzieren nicht nach. Und da habe ich einfach gesagt, so aus, wir müssen das Produkt redesignen. Wir müssen eine neue Version konstruieren, die wirklich in der Produktion auch skalierbar ist. Und genau das war definitiv im Nachhinein die richtige Entscheidung. Binnen eines Jahres gelang es Armin und seinem Entwicklungsteam, den ScubaJet von Grund auf neu zu entwickeln. Die Produktion wurde in großen Teilen von Asien nach Europa verlagert. Armin bewies Unternehmergeist. Und beeindruckte damit auch Hans-Peter Haselsteiner. Schönen guten Tag. Es ist ein erfolgsversprechendes Investment. Ich gebe schon zu, die Entwicklung war zäh. Ja, es waren viele Rückschläge, aber zählen tut letztendlich das Endprodukt und ob das einen Markt findet und seine Fans findet. Und da bin ich hundertprozentig überzeugt. Also ich würde es wieder tun. So, die Herren entwickeln schneller, als der Markt überhaupt zuschauen kann. Oder? Alle Monate ein neues Produkt. Das ist der James Bond, ne? Da ziehe ich jetzt hinten die Folie aber von Glas. Ja. Lass das jetzt aber nicht mehr aus, weil sonst kommt die Luft und dann ist er undicht. Okay. Und machen Sie nur das den ganzen Tag? Oder machen Sie was anderes auch? Vorwiegend, ja. Also wenn noch weil Sie die ruhigste Hand haben. Weil die Männer taten da schlampen und dann war alles. Nein. So schlimm darf man nicht reden. Also ich habe den Eindruck, dass da wirklich sehr viel Ingenieurkunst dabei ist. Kann man nicht besser machen, glaube ich. Und so wie es jetzt da ist, habe ich erfreut damit. Die ScubaJet war nun bereit, in neue Dimensionen vorzudringen. Ja, wir haben eines Tages ein Mail bekommen von Hollywood, von Avatar Film Projects. Und wir haben das am Anfang als Spam klassifiziert. Ja. Haben uns aber nach ein paar Tagen doch entschieden, zurückzuschreiben und einmal zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Ja. Und es war halt tatsächlich so, dass das Team von James Cameron war. Und sie haben sich dann dafür entschieden, dass sie das Produkt gerne einsetzen möchten in Avatar 2. Ich bin dann auch hingeflogen in die Filmstudios und da war das ScubaJet voll integriert in das Set. Ja. Man hörte nur durch die Durchsagen, ScubaJet 1 los, ScubaJet 5 los. Und sowas zu sehen, wo dein Produkt, dein Herzblut mehr oder weniger am Filmset live eingesetzt wird, das ist natürlich sensationell. Ja. Ja, und ich hatte dann sogar die Chance, James Cameron zu treffen. Und es ist natürlich Wahnsinn und sensationell, wenn man mit jemandem spricht, der Regie für Terminator, Titanic und viele weitere Filme geführt hat. Und ja, also er war begeistert und hat sich eben noch einmal persönlich bei mir bedankt, was natürlich wirklich eine Ehre auch für mich war. Mit Erfindergeist und innovativen Ideen die Welt verändern. Das können auch bestimmte Kärntner. Der See ist für mich eine Energiequelle, wo ich mich einfach gern zurückziehe, um nachzudenken, um Sachen zu verarbeiten, um neue Ideen zu kreieren. Also ohne den See, ohne der Nähe zum Wasser, wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, ein Produkt wie ScubaJet zu entwickeln. Armin ist der Daniel Düsentrieb vom Wörthersee. Mit seiner neuesten Idee will es der Erfinder noch höher hinaus als bisher schaffen.
All das Know-how der letzten 10 Jahre wurde eingesetzt, um Armins neue Vision zu realisieren. Das Coolchat Performance ist unsere neueste Entwicklung. Also wir haben jetzt seit 2 Jahren an diesem Produkt entwickelt. Es ist ein Hybrid-Board, was komplett unique auf dem Markt ist. Es kann verwendet werden als ein E-Foil mit einem E-Foil-Mast oder als Jet-Board, wo man den Motor direkt im Board montiert. Das Ganze mit einem Quick-Release-System, ohne Schrauben, ohne Werkzeuge. Das heißt, das Transformieren von dem einen Produkt ins andere funktioniert in Sekunden. Was als Ergebnis so spielerisch leicht aussieht, verschlingt Unsummen an Entwicklungszeit und Kapital. Hardwareentwicklung ist eine enorm kostenintensive Angelegenheit. Und der ist so stark, dass sich das mit 120 Kilo aus. Genau. 40 km/h über Wasser. Und seid ihr da schon auf den Messen gewesen und so? Genau. Und da habt ihr ja schon eine Resonanz, oder? Wir waren jetzt auf der Boot Düsseldorf im Jänner, wo wir das Produkt das erste Mal vorgestellt haben. Und ja, das Feedback ist Weltklasse, also muss man wirklich sagen. Ich kann mir das vorstellen, dass das ein Marktrenner wird. Es ist natürlich ein Luxusartikel erster Ordnung. Das ist klar, aber es gibt viele Menschen, die es sich leisten könnten. Ich bin davon überzeugt, dass es auch viele Menschen geben wird, die sich das leisten wollen. Die Hauptaufgabe wird wohl sein, es bekannt zu machen. Ja, es ist natürlich eine Ehre, ja, wenn der Dr. Haselsteiner Zeit findet, dass er uns besuchen kommt und dass wir einmal unsere Firma zeigen können und die Erfolge, die wir auch damit haben. Und sicher auch die Zeit vielleicht nutzen können, über die eine oder andere Herausforderung zu sprechen. Also es ist wirklich toll und da kann ich mich nur bedanken, wenn er zu uns in die Firma kommt. Nur gemeinsam und mit starken und verlässlichen Partnern ist es möglich, wirklich Großes zu erreichen. ScubaJet wurde von einer Bastelbude zu einem international erfolgreichen Unternehmen. Es ist sehr schön anzuschauen, wenn man sich, also wenn man ein bisschen in die Vergangenheit zurückblickt, wie wir gestartet haben. Wenn ich mir vorstelle, dass wir bei mir zu Hause 2 Schreibtische gehabt haben, gemeinsam mit meiner Frau, sind dann umgezogen in ein größeres Büro, wo wir die ersten Produktionslinien aufgebaut haben. Und bis zu dem heutigen Punkt, wo wir die ganze Welt beliefern mit den ScubaJets, ist das halt wirklich eine super Geschichte, wo man, glaube ich, stolz sein kann drauf. Ne? Armin hat wohl alle Höhen und Tiefen eines Unternehmers erlebt. Von Kärnten aus über die Grenzen hinweg bis ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten schlägt seine Erfindung ScubaJet Wellen. Er hat allen Grund, stolz auf sich zu sein. Das wäre auch sein Vater, der ihn von den ersten Schritten an ermutigte, den eigenen Weg zu gehen. Ja, mein Vater war sehr wichtig für mich. Es war einfach jemand, mit dem ich mich austauschen konnte, vor allem wenn es um technische Dinge gegangen ist. Und ja, es ist halt schon oft so gewesen, gerade im ersten Jahr, dass ich mich ins Auto gesetzt habe, zu Hause gefahren bin und mir gedacht habe, ja, das würde ich jetzt gerne meinem Papa erzählen oder ihm nach einem Rat fragen, was er darüber denkt. Aber man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Und ich bin mir sicher, dass er ab und zu auf uns herunterschaut und stolz ist, was wir alles auf die Beine gestellt haben. Angefangen hat alles mit der wichtigsten Entscheidung in seinem Berufsleben. Die Gelegenheit, beim Schopf zu packen. Also im Nachhinein würde ich auf jeden Fall noch einmal zu 2 Minuten, 2 Millionen gehen und würde eigentlich jeden raten, der ein Startup gründet, das zu versuchen, weil es halt eine irrsinnige Starthilfe ist und du hast halt Zugriff auf Investoren, die halt sonst sehr viel schwerer zu finden sind. Und ja, es ist eine Riesenchance für jeden, der da mitmacht.